Ist wieder offline, ne? Ja. Egal, ich lasse das jetzt erstmal so. Da können wir später nochmal drüber gucken. Ich muss jetzt langsam mal was tun. Ich sitze hier die ganze Zeit geschmeidig und tue die ganze Zeit nichts. Oh, die muss mir gleich noch was zu essen machen. Oh. Gleich gibt's Mikrowellennudeln. Kann man seinen Energiespeicher auffüllen? Energiespeicher. Ja. Der lädt sich von alleine auf, also skillbasierend. Okay. Für Energie zum Beispiel brauchst du einen Grundskill, der ist ganz wichtig. Der wird dich auch in egal welchem Feld begleiten, also egal in welche Richtung du dich bewegst. Das ist einer der, ist ein sehr wichtiger Skill. Okay. Deshalb, ich kann gleich mal gucken, was das für einer ist. Wahrscheinlich weniger. Ja, zum Beispiel, wir haben ja auch einen Korb-Chat, ja? Ja. So. Da kannst du wie bei anderen Games auch, kannst du so Links posten. Entweder kannst du den Gegenstand direkt ins Chatfenster ziehen. Oder du schreibst das, markierst das und dann kannst du mit rechtsklicken einen Autolink draufsetzen. Je nachdem, um was es sich handelt. Aber meistens ist es einfacher, das einfach reinzuziehen. Den Skill, den ich dir gerade gepostet habe. Siehst du ja. Mhm. Gibt 5% pro Level auf die Kapazität des Energiespeichers. Dann gibt es noch Sachen wie das hier. Das sorgt halt dafür, dass er schneller aufgeladen wird. Die muss man sich meistens immer über den Markt kaufen, ne?
Ja, ein bisschen was habe ich aber auch in der Bank rumliegen bei uns, also im Lager. Ein bisschen was an Grundskillbüchern. Kann ich gleich für dich nachschauen, oder das sind halt, die kosten noch nicht so viel, die Skillbücher, die am Anfang. Wenn du Kohle brauchst, sag Bescheid, ne? Andockerlaubnis erbieten. Anfrage zum Andocken Der angenommen. hier wird später auch noch mal interessant. Warp-Antrieb aktiv. Gerade live. Für jedermann. Ja, ich wollte. Was? Keine Ahnung. Wir sind jetzt, oder dich hören. Trafo, bei dir ist auch alles klar. Andockerlaubnis erbieten. Anfrage zum Andocken angenommen.
So, wieder da. Bibel. So, ich komme mich, glaube ich, gleich mal besuchen. Ich muss in Kaldari. Ja, ich muss in Kaldari-Raum. Ja, ist klar, ich bin gerade im Kampf. Du bist im Kampf? Brauchst du Hilfe oder kommst du da klar? Ja, es geht noch gerade. Oh, ach, der macht ganz schön viel Schaden, ey. Hast du schon ein neues Schiff gekriegt? Ja, so für wie heißt es? Ich sag dir gleich mal, wie der heißt. Bergbau, die Venture. Fürs Bergbau, Abbau, ja. Nimm mal bei Twitch deine Überschrift. Was habe ich da für eine Überschrift? Bei Warovka. Achso. Ja, das mache ich, da nehme ich mir nochmal Zeit für und mache das mal alles fertig. Es geht schnell. Ja, ich glaube, ich steige mal eben kurz auf den Grashopper und komme mal vorbei. Oh, die Karre ist ja beschädigt. Ich sag, die Karre ist ja beschädigt. Deine? Ja. Oh, ich habe einen neuen Reiter, einen Merlin. Ist der Merlin besser als das Anfangsschiff? Geh stark von aus. Die hast du jetzt gerade geschenkt gekriegt? Ja, die ist auf jeden Fall besser. Alles ist besser als das erste Schiff. Gar keine Frage. Also, ich wollte mir die nur mal eben genauer angucken. Du siehst, jedes Schiff, ja, bringt so seine eigene Aufgabe mit sich. Also, oder hat seine eigene Aufgabe. Und, das bedeutet, in diesem Beschreibungstext von in dem jeden Schiff steht eigentlich drin, was der noch für Bonusdinger mit sich bringt. Also, anhand dieser, Bonuspunkte siehst du, was für eine Aufgabe dieses Ding hat. Ja? Du kannst jetzt zum Beispiel diese Merlin, mach dir mal den Infotext auf. Ja, ich bin gerade im Information drinne. Ja, dann geh mal auf die Beschreibung, ganz links. In dem Text bei Kaldari den. Fregatte Fähigkeiten Bonus. Genau, das heißt, wenn du die Kaldari-Fregatte auf Level 5 hast, ja, kriegst du einmal 25% auf die Schadenswirkung von kleinen Hybridwaffenturm. Und halt eben die 20% auf die Schildresistenzen. Ja, also das nochmal zusätzlich mit jedem Level von diesem Fregattenskill. Hieran siehst du hier zum Beispiel, das ist ein, ja, du kannst da noch nicht richtig Tank zu sagen, aber der hat einen Bonus auf seine Schildresistenzen, weißt du? Der kämpft halt, steht ja auch drüber, zum Kampf an der vordersten Front. Der befindet sich halt vorne bei den Feinden, um einzustecken. Und eben auch die Schadenswirkung ist geboostet, um diese Aggro zu erzeugen. Ich weiß nicht, inwiefern du da kundig bist in den Begriffen. Aber es sagt dir was, oder? Ja.
Ja, was gibt es darüber weiteres zu sehen? Klar, die Kapazität ist der Frachtraum. Schadensresistenzen bringt das Ding nicht mit sich. Panzerungspunkte, bla bla bla. Was denn vielleicht noch interessant ist, ist so die Geschwindigkeit. Maximale Geschwindigkeit 310, ja. Und bei Ausrüstung kannst du halt sehen, wie viele Waffen du auf das Ding draufkriegst. Also da kriegst du jetzt 3 Laser drauf zum Schießen. Ja. Auch wenn du da was brauchst, ne? Ich habe so eine Faxen auch auf Lager. Die Waffen könnte ich dir zur Not mitbringen. Wenn du da noch nichts investieren willst. Ich will jetzt erstmal nach diesen Skills da suchen. Kann ich dir auch mitbringen. Dann brauchst du da nicht extra hinterher. Aber ich bin gerade in der Küche, ich bin da wieder zurück, dann können wir Ja. gemeinsam gucken, was du brauchst. Es lebe das kabellose Headset. Das ist ein kabelloses Headset. Ja klar, Mann. Nur vom Feinsten. Ich bin ja so ein Logitech-Fan. Gibt nichts Besseres. Ich habe die komplette G-Series. Ich habe die, Da kann man dir sogar zuhören, wenn du am Kacken bist. Ja, ist auch nicht unüblich. Das Ding ist nur, das ist. Oh Mann, Katze! Katze weggekickt. Das ist das, was Kleißenberg uns beigebracht hat, ne? Mikrowellen. 2,4 GHz. Ja. Wenn ich zu nah an der Mikrowelle stehe, also die habe ich jetzt gerade angemacht und am Quatschen bin, oder beziehungsweise am Hören bin, dann merke ich das, dann fängt es an zu kratzen. Warp-Antrieb aktiv. So, dann verrate mir ja, was brauchst du für Skills? Schon klar. Sind auch Skills bei, die kosten über mehrere hunderte Millionen. Ja, wie gesagt, erstmal das mit Energie ist erstmal wichtig, ne? Dass ich da irgendwas habe. Da habe ich ja noch keins geskillt. Ja, da könntest du für mich mal bitte gucken, ob du dieses, ob du dieses Capacitor Management schon drin hast in deiner Liste. Findest du unter der Gruppe Ingenieurwesen ist das drin. CPU Manager, Power Grid Manager. Management habe ich drin. Okay, nur die beiden, ja? Jo. Ja, pass auf, dann Warp-Antrieb bringe ich dir aktiv. das mit. 5 Sprünge entfernt. Ach so, dann musst du mir gleich noch verraten, wo du bist. Das ist der Name, der oben links in der Ecke steht. Ich weiß nicht, ob du es offen hast, aber. Jovolun. Jovolen, so ist das. Ja, du kannst den Namen anklicken und in unseren Chat reinziehen und loslassen. Dann kannst du mir das. Ja, genau. Jetzt kann ich nämlich Wegpunkte hinzufügen. Und dann kann ich erstmal nach. Nee, ich flieg erstmal zu dir. Das ist, glaube ich, ein Deal. Ich kann einen Wegpunkt nicht zweimal auf dieselbe Stelle setzen. Ich habe ja Rocket Launcher, aber kann ich leider nicht benutzen. Ach, du bist schon in der Schule gerade. Du bist in irgendeiner, ja, du bist in der Schule. Dann guck mal nach den Skills. Die habe ich dir doch im Chat geschrieben. Dieses erste Capacitor Management und dann das darunter System Operation. Da kannst du einfach mit Rechtsklick draufgehen und Marktdetails anzeigen. Hast du dich mit dem Markt schon Ja. befasst? Ja, ich habe ja auch schon was verkauft und gekauft. Ach, ja, siehst du. Ist nicht so schwer. Aber das kann ich ja sogar schon benutzen, dieses Ja. Capacitor Management. Und die kannst du auch, Skillbücher kannst du an Schulen kaufen. An Universitäten und Schulen. Da sind die A immer zu NPC-Preisen drin, also immer gleich teuer. Und B auch zu endlosen Mengen. Ja.
Ja, für 170.000. Ja, hast du die Kohle? Brauchst du welche? Ich habe genug Kohle, ich habe über eine Mille. Oh, der feine Herr hat über eine Mille. Uhu. Ja, ich war schon fast beeindruckt. Das ist, denke ich mal, das günstigste hier. Zumindest was in der Nähe ist. Eigentlich dürften die auf deiner... Shit. Eigentlich die auf deiner Base müssten am günstigsten sein. Sortier das mal nach Sprüngen. Dass die wenigsten Sprünge oben sind. Ja, ich hab ja hier, das ist genau in der Station, wo ich bin. Gekauft. So eine Scheiße. Milchbaggy nicht dicht. Was geht nicht dicht? Milchtüte. Die hat so einen Schraubverschluss und ich hab gedacht, die halten dicht. Ausgelaufen. Jo, im Kühlschrank. Im Liegen. Oh. Fail. Auf jeden Fall. Ja, ist schön zu wissen, dass das jetzt im Stream war und dass das jeder Hans und Franz mitgekriegt hat. Ja, aber es ist ja momentan noch kein Zuschauer, weil du hast ja kein Spiel eingestellt und bla. Ach so, das muss ich auch noch machen. Naja, gut, dann ist jetzt erstmal nicht so wild. Ich habe. Weiß ja keiner, was du überhaupt streamst, deswegen. Ich habe halt auf Facebook habe ich einen Post gestartet, einfach nur, dass wir da gerade bei sind, aber... Habe ich gesehen. Aber jetzt nichts beeindruckend, also nichts Weltbewegendes. Das war so toll von dir. Ich habe auch noch ganz viele Bücher hier drin. Hacking. Da habe ich auch so welche, Retail. Jo, Retail ist Markt, ne? Ja. Ich habe ja auch schon Handel bei mir drin, Trade, auf Level 1. Ja. Wie gesagt, das sind so Sachen, die. Dabei kannst du dir dann meistens irgendwelche Maklergebühren oder so eine Faxen sparen, ne? Also, es ist auch nicht schlecht, wenn du richtig handeln willst. Die würde ich aber erstmal hinten anstellen. Also, kannst mir gerne glauben, dass du die erstmal nicht so wirklich brauchst. Energiespeicher ist immer erschöpft, ey. Ich hab minus 175%. Ja, dann brauchst du unbedingt die Skills. Ja. Führt fast kein Weg dran vorbei. Deshalb mach dir auch zuerst diese Grundskills. Du wirst dich später ärgern, dann kommst du wieder an Stellen, da funktioniert das wieder alles nicht, weil die Energie fehlt. Du musst aber unterscheiden zwischen Stromnetz und Energienetz. Energie ist das, was du draußen aktiv verpulverst und das Stromnetz brauchst du, um überhaupt Sachen einbauen zu können. So, das müsste jetzt reichen. Geil, da freue ich mich schon den ganzen Tag drauf, ey. Das wieder Chicken Wings, ey. Nee, Mikrowellennudeln, Mann. Ich hätte vorhin auch ganz viel Hilfe gehabt von jemandem. Wie meinst du das? Also hier in-game oder was? Ja. Ja, direkt. Der hat mein Stream zugeguckt und dann hat er mir die ganze Zeit geholfen. Ja, fette Sache. Der spielt das Spiel auch schon ziemlich lange. Warp-Antrieb aktiv.
Antrieb aktiv. Boah, geil. Was? Saugeil. Yeah, voll die geile Action-Musik dabei. Ja, bist du ins Kampfgebiet gekommen? Ja. Warp-Antrieb aktiv. Bist du immer noch in Jovulen? Hä? Ich sag, bist du immer noch in Jovulen? Oder wie auch immer das heißt? Ja, und war gerade im Kampfgebiet. Warp-Antrieb aktiv. Räum gerade ordentlich auf. Gegen 8 Gegner auf einmal. Warp-Antrieb aktiv. Warp-Antrieb aktiv.
So, nicht erschrecken. Wieso? Warp-Antrieb aktiv. Nur wegen dem Fenster gerade. Warp-Antrieb aktiv. Jetzt siehst du, wo ich bin, oder wie? Jupp. Naja, ich sehe es nicht, also ich kann halt zu dir warpen. Da bist du. Sehr gut. Was soll ich jetzt hier machen? Erstmal die Wracks ausräumen. Ja, du musst die Wracks noch ausräumen. Ach so. Die ja, aus. Ich sehe das nicht so alles in der Umgebung. Die weiß ausgefüllten Dreiecke, da ist was drin. Die leeren nicht. Also es gibt ja so welche, die sind im Feld ausgefüllt und welche nicht. Achso, ich habe immer alle ausgefüllt. Ah, okay. Was machst du denn mit diesen komischen Strahlen? Auslutschen. Also hier salvagen, das ist dann dieses, was ich sagte, nochmal durchsuchen. Achso. Und hier ist auch noch so eine Raute in der Luft. Das ist ein Container. Sowas entsteht, wenn ein Wrack, welches noch ein Loot enthält, gesalvaged wird. Also das, was ich hier mache. Ne, wenn da noch was drin war, dann kommt da so ein Container raus. Der entsteht auch, wenn du halt Sachen aus deinem Frachtraum ins All wirfst. Ja, also muss gleich theoretisch nochmal zurückkommen. Ich kann es dir aber auch mitbringen. War sowieso nur Metal Scraps drin. Also Metallschrott. Okay. Wollen wir mal ein Rennen machen? Wie machen wir das denn? Kannst du sowieso nicht gewinnen. Du kannst dich übrigens auch mit Doppelklick durch den Weltraum navigieren, ne? Doppelklick? Ja, einfach so im Weltraum, dann fliegst du irgendwo hin. Mach einfach mal, flieg mal bitte einmal gerade in irgendeine Richtung. Ja, sehe ich gerade. Cool. Flieg einfach mal nur in eine Richtung. Tust du? Mach ich gerade. Ich klicke einfach irgendwo mal hin. Ja, also brauchst nicht die ganze Zeit Doppelklick machen dann in die Richtung, sondern einmal reicht dann ja. So, ich gebe dir einfach mal 10.000 Kilometer Vorsprung.
Und Action. Lol. Micro-Warp ist das Stichwort. Ja, du musst dich jetzt auch nicht, dass du zu weit wegfliegst. Du musst leider noch runter zu dem nächsten Sprungtor, ne? Ach da, ja, ich habe mir gerade schon überlegt, warum ich hier nicht weiterkam. Jetzt habe ich dich auf Kamera sich geschmissen, wie komme ich denn wieder zurück? Unten. Entweder im Weltraum hier Kamera zurücksetzen oder unten in deinem Interface, wo die Laser und so weiter sind, ist unten links so ein Raumschiff abgebildet. Gleicher Effekt. Du hast mehr so ein Farming-Dings da, ne? Was habe ich? Ja, du hast kein Kampfschiff, oder? Doch. Okay. Gleiches Level wie deine. Ist auch eine Fregatte. Also die Schiffstypen unterscheiden sich ja, ne? So in Fregatte, Kreuzer, Schlachtschiff, Schlachtkreuzer und so weiter. Und auch da bringt wieder jedes einzelne Schiff seine Vor- und Nachteile mit sich. Ups, ich hab Schmuggelware bei mir drin jetzt. Kann sein. Nicht? Weiß ich nicht, kann sein. Antrieb aktiv. Ah, die hast du noch nicht, oder? Frachtraum, sondern wenn du den tötest. Oder wenn du die Struktur zerstörst. Ups. Ja. Na, helft eben. Was habe ich denn für optimale Reichweiten? 5000. Ja, wunderbar. Was musst du denn hier machen? Oder zum Außenposten oder wie? Genau, kannst du den Außenposten zerstören. Heilige Mutter Gottes. Da sind Geschütztürme. Lol, hast du drauf geschossen? Ja. Hey cool, hier sind Asteroiden. Hier könntest du theoretisch nochmal mit dem Mining-Schiff hinkommen. Ja. Theoretisch. Macht selten Sinn. So, und Piu Piu. Weg damit. Kannst die Container abfliegen. Da hinten ist sogar noch ein Schiffswrack, wo was drin ist. Nur wie gesagt, in einer Nachricht stand ja eben drin, dass da wahrscheinlich Schmuggelwaren drin sind. Und damit musst du aufpassen. Weil wenn du dann an der Polizei vorbeifliegst und die das merken, musst du Strafe zahlen. Ich guck trotzdem mal in die Container rein.
Ja, ich flieg mal zurück. Ja, wohin ist denn zurück? Zu Javelin 3, diese Schule da. Okay. Warp-Antrieb aktiv. Muss die Quest da jetzt abgeben. Warp-Antrieb aktiv. Andockerlaubnis erbeten. Anfrage zum Andocken angenommen. So, hast du neue Quest angenommen? Ja, ich habe gerade eine Wirtschaftsquest abgeschlossen. Ach so. Mit den Herstellern. Oh, und ich habe ein Skill-Training abgeschlossen. Ja,
Ja, ich muss mal eben nach Jita fliegen. Ist hier in der Nähe. Jetzt habe ich dieses Management auch bei Ingenieurswesen drin. Ja, sehr gut. Gleich durchleveln. Ja, kann ich morgen reintun. Ja, jetzt habe ich irgendwie noch den Kaldari. Die Kaldari-Figratte drin. Das geht noch einen Tag und 5 Stunden. Und es ist auf Level 4. Kaldari-Figratte oder was? Ja, Kaldari-Figratte Level 4. Wenn du ihn jetzt rausnimmst, behält er den Wissensstand von da aus, ne? Also du ja. Musst ja nicht wieder von vorne anfangen. Achso. Ich dachte, ich muss ja noch die ganze Stunde nochmal von vorne machen. Nein. Ja, dann mache ich jetzt erstmal hier das mit dem Schilden und so. Genau, Schild, Panzerung, Energie. Warp-Antrieb aktiv. Thank you.
Warp-Antrieb aktiv. Der Stream ist aber auf, ne? Das weißt du. Echt? Ja. Verrückt.